In diesem Video zeige ich besondere Abbildungsmatrizen, nämlich solche, die einer geometrischen Operation entsprechen. Eine geometrische Operation, das ist eine Streckung oder eine Spiegelung oder eine Drehung oder eine Projektion. Und jede solche Abbildung kann man durch eine bestimmte Abbildungsmatrix beschreiben. Beginnen wir mit der identischen Abbildung, wenn wir hier einen Vektor xy haben. Hier in zwei Dimensionen und wir wollen den auf sich selbst abbilden, dann gelingt das mit der Einheitsmatrix 1, 0, 0, 1. Ist klar, hier kommt wieder der gleiche Vektor raus. Das nennt man die identische Abbildung. Wollen wir einen Vektor um einen bestimmten Faktor strecken, so wie hier um den Faktor k, dann erhalten wir den Bildvektor kx, ky. Und dazu brauchen wir eine Abbildungsmatrix, die hier in den Diagonalen Elementen überall ein k stehen haben. Dann haben wir hier das Produkt kx und ky. Als nächstes betrachten wir eine vertikale Projektion. Wenn wir diesen blauen Vektor xy senkrecht auf die x-Achse projizieren, dann sehen wir, dass die x-Koordinaten des ursprünglichen Vektors erhalten bleiben, aber die y-Koordinate wird zu 0. Das können wir durch eine Abbildungsmatrix erreichen, die nur hier in der ersten Position eine 1 hat, sonst überall Nullen. Wenn wir das ausmultiplizieren, erhalten wir hier ein x und hier bekommen wir für y eine 0. Ebenso können wir einen Vektor auf die y-Achse projizieren. Hier muss die x-Achse zu 0 werden, die x-Koordinate zu 0 werden, y bleibt erhalten und dann brauchen wir hier in der untersten Position eine 1, die uns das y erhält und sonst überall Nullen. Betrachten wir nun Abbildung im dreidimensionalen Raum. X, y, z-Achse haben wir hier. Der blaue Vektor x, y, z soll nun vertikal projiziert werden auf die x, y-Ebene, die hier unten aufgespannt ist. Das ergibt dann den roten Vektor. Wir sehen, dass dabei die x- und die y-Koordinate erhalten bleibt, aber die z-Koordinate wird zu 0. Das erreichen wir nun durch eine 3-Kreuz-3-Matrix, die wir auf den ursprünglichen Vektor anwenden. Die z-Koordinate soll 0 werden und das bedeutet, dass wir hier in den Diagonalelementen bei der z-Position eine 0 haben und ansonsten lauter Einsen, die uns die Koordinaten x und y erhalten. Wollen wir den Vektor xyz an der xy-Ebene spiegeln, so wird unser Bildvektor hier unten erscheinen. Der Unterschied zur Projektion ist, dass wir nun bei der z-Koordinate genau das negative Vorzeichen vom ursprünglichen z-Wert haben. Das erreichen wir hier durch eine minus 1. Eine Spiegelung an der x-Achse bewirkt, dass die x-Koordinate unseres Vektors erhalten bleibt, aber die y-Koordinate ändert das Vorzeichen und die z-Koordinate ändert ebenfalls das Vorzeichen, sodass wir hier den Bildvektor x minus y minus z erhalten. Und dazu müssen wir diese beiden Diagonalelemente zu minus 1 machen. Hier sehen wir die Spiegelung an einer winkelhalbierenden der xy-Ebene. Hier ist es so, dass die x- und die y-Koordinaten gerade ihre Werte tauschen. Aus x wird y, aus y wird x durch diese Spiegelung. Und zusätzlich ändert die z-Koordinate ihr Vorzeichen. Wenn dieser Vektor hier oberhalb der Winkelhalbierenden verläuft, dann verläuft der Bildvektor unterhalb. Also bekommen wir hier ein minus z. Das erreichen wir, indem wir hier eine minus 1 haben. Und x und y sollen ihre Position tauschen, indem wir hier die außerhalb gelegenen Elemente gerade über Kreuz vertauschen. Bei einer Spiegelung am Ursprung, also hier am Punkt 0, Stab 0, Stab 0, müssen wir bei allen Koordinaten das Vorzeichen ändern. Das heißt, dass die Diagonalelemente alle minus 1 sind. Etwas schwieriger ist eine Punktspiegelung, wenn wir an einem beliebigen Punkt S spiegeln wollen, hier mit den Koordinaten a, b und c. Wir erkennen, wenn wir diesen Punkt p, x, y, z an s spiegeln wollen, dann werden wir hier an dem Punkt p' landen und jetzt wollen wir anhand dieser Angaben die Koordinaten unseres Spiegelpunkts p'
ausrechnen. Dazu bilden wir zunächst den Verbindungsvektor von P nach S. Das ist einfach die Differenz dieser Koordinaten a minus x, b minus y und c minus z. Und wir sehen, wenn wir diesen Vektor PS nochmal dranhängen, dann landen wir beim Punkt P'. Das heißt, wir müssen zum Ortsvektor von P zweimal den Vektor PS hinzuaddieren. Den Ortsvektor von P kennen wir, das ist ja x, y und z. Dann addieren wir zweimal den Vektor PS hinzu und erhalten den Ortsvektor OP' von 2a minus x, 2b minus y und 2c minus z. Wenn wir nun diesen Ergebnisvektor hier durch eine Matrixoperation darstellen wollen, sieht es so aus, hier unser Vektor x, y, z. Da müssen wir zunächst hier diese Minuszeichen vor den x, y, z Koordinaten erzeugen durch eine minus 1 in der Diagonale. Aber diese Werte 2a, 2b, 2c können wir nicht durch eine Multiplikation mit diesem Vektor erreichen, sondern hier müssen wir den Vektor 2a, 2b, 2b hinzuaddieren. Diese Abbildung an einem beliebigen Punkt S lässt sich also nicht durch eine reine Matrixmultiplikation erstellen, sondern wir brauchen noch die Addition eines separaten Vektors. So, wir haben nun die geometrischen Operationen Streckung, Spiegelung und Projektion besprochen. Fehlt noch die vierte Operation, die Drehung. Die ist etwas unübersichtlicher als die bisherigen. Deswegen wählen wir folgendes Verfahren, zunächst im zweidimensionalen. Wir nehmen als Urvektor hier den Basiseinheitsvektor. Das ist also der Vektor, der entlang der x-Achse oder der y-Achse zeigt und die Länge 1 hat. Und schauen uns an, was bei einer Drehung mit diesem Basiseinheitsvektor geschieht. Wenn wir den um den Vektor Alpha drehen, dann sehen wir, dass die x-Koordinate von 1 auf Cosinus von Alpha schrumpft. Denn diese Strecke hier ist ja genau die Gegenkathete zu Alpha, also der Cosinus. Während die y-Koordinate, das entspricht dem Sinus von Alpha. Sodass also der Basiseinheitsvektor in x-Richtung 1, 0 zum Vektor Cosinus Alpha Sinus Alpha wird. Und durch eine Matrix können wir das so beschreiben, dass wir hier in dieser 2x2-Matrix die erste Spalte zu Cosinus Alpha und Sinus Alpha schreiben. Warum ist das so? Wenn wir das ausmultiplizieren, dann haben wir hier Cosinus Alpha mal 1 plus irgendwas mal 0, völlig egal was hier steht, übrig bleibt Cosinus Alpha. Ebenso, wenn wir Sinus Alpha mal 1 multiplizieren plus irgendwas mal 0, ergibt auf jeden Fall Sinus Alpha. Das heißt, wir haben die erste Spalte unserer Drehmatrix damit bestimmt. Um nun die zweite Spalte zu bestimmen, nehmen wir den anderen Basiseinheitsvektor in y-Richtung. Wenn wir den um den Winkel Alpha drehen, dann sehen wir, dass die x-Koordinate des Bildvektors nun minus Sinus Alpha ist. Er zeigt nach links, während die y-Koordinate ist nach wie vor positiv Cosinus Alpha, sodass dies hier unser Bildvektor ist. Für die Drehmatrix gehen wir nun genauso vor, dass wir Basiseinheitsvektor in y-Richtung nun auf minus Sinus Alpha Cosinus Alpha abbilden wollen. Das heißt, wir brauchen nun in der zweiten Spalte genau diese Werte. Denn irgendwas mal 0 fällt weg, minus Sinus Alpha mal 1 gibt minus Sinus Alpha, irgendwas mal 0 fällt weg und Cosinus Alpha mal 1 gibt Cosinus Alpha. Und durch diese geschickte Zerlegung in die beiden Basiseinheitsvektoren haben wir nun beide Spalten unserer Matrix jeweils getrennt bestimmt. Wir setzen sie zusammen zu einer Matrix, die dann vollständig so aussieht. Erste Spalte von hier, zweite Spalte von da, multipliziert mit unserem Vektor xy, ergibt den gesamten Ergebnisvektor im allgemeinen Fall. Und dann sieht so unsere Drehmatrix um den Winkel Alpha im zweidimensionalen Fall
aus. Merken wir uns, das wird noch ein paar Mal vorkommen. Wir betrachten jetzt nämlich die Drehmatrix im dreidimensionalen Fall. Da haben wir drei Möglichkeiten, je nachdem um welche Achse man rotiert. Wir lassen zunächst mal eine Rotation um die Z-Achse zu. Das heißt, die Z-Koordinate unseres Vektors wird dabei unverändert bleiben, aber die X- und Y-Koordinaten, die ändern sich durch die Drehung. Und das kann man so bewirken, dass man hier jetzt in der für die Z-Achse zuständigen Werte, das sind die dritte Zeile und die dritte Spalte, überall Nullen haben, lediglich das Diagonalelement bleibt 1, um die Z-Koordinate unverändert zu lassen. Und hier für X und Y haben wir unsere zweidimensionale Drehmatrix von vorhin. Entsprechend, wenn wir eine Rotation um die Y-Achse machen, dann bleibt die Y-Koordinate unverändert. Wir haben also in allen Elementen, die die Y-Koordinaten betreffen, Nullen. Lediglich im Diagonalelement haben wir eine 1, die lässt die Y-Koordinate unverändert. Und ansonsten haben wir hier die bekannten Werte der zweidimensionalen Drehmatrix. Schließlich noch die Rotation um die X-Achse. Da bleibt die X-Koordinate unverändert, sonst haben wir überall Nullen. Und hier wieder unsere zweidimensionale Drehmatrix. So, nachdem wir nun alle geometrischen Operationen besprochen haben, möchte ich nun mehrere Operationen hintereinander ausführen. Man sagt, das Verketten von Abbildungen. Schauen wir uns wieder ein einfaches Beispiel an, wenn wir den Vektor x, y, z zunächst um den Faktor k strecken wollen, mit dieser Diagonalmatrix, und anschließend das Ergebnis von dieser Rechnung, also den neuen Vektor, den gestreckten Vektor, anschließend an der xy-Achse spiegeln wollen, so wie hier, wir erinnern uns, da müssen wir die z-Koordinate im Vorzeichen ändern, ist das so, als würden wir nun an diesen Ergebnisvektor noch mal eine Abbildungsmatrix von links dran multiplizieren. Das Ergebnis ist ein Vektor, der mit k multipliziert ist und hier in der z-Koordinate ein Minuszeichen hat. Und nun betrachten wir mal den Fall, dass wir die Reihenfolge dieser Abbildungen umdrehen. Wir wollen also zuerst die Spiegelung an der xy-Ebene vornehmen und an dem Vektor, der hier herauskommt, anschließend eine Streckung um den Faktor k vornehmen. Das Ergebnis dieser Multiplikation ist natürlich wieder der gleiche Vektor. Das ist anschaulich verständlich, denn wenn wir einen Vektor zuerst um den Faktor k strecken und dann spiegeln, kommt das gleiche raus, als würden wir diesen Vektor zuerst spiegeln und dann strecken. Wir halten also fest, dass Streckung und Spiegelung zueinander kommutativ sind und wir könnten beide auch durch eine gemeinsame Matrix k, k minus k beschreiben. Allgemein ist es so, dass Matrizen, die ausschließlich Diagonalelemente enthalten, wie es bei diesen Matrizen hier der Fall ist, stets kommutativ sind. Lassen sich vertauschen. Die Umkehrung dieses Satzes ist allerdings nicht richtig, also Matrizen, die auch außerhalb der Diagonalelemente welche Werte enthalten, die sind in Spezialfällen kommutativ, aber nicht immer. Das wollen wir uns später auch noch separat anschauen. Betrachten wir mal eine solche Nicht-Diagonal-Matrix. Hier zum Beispiel haben wir eine Drehung dieses Vektors an der Z-Achse. Und wir sehen, was passiert mit diesem Würfel, wenn ich den um die Z-Achse drehe. Dann sieht das so aus. Nun mache ich anschließend noch eine Drehung um die X-Achse. Dann erhalten wir dieses Bild. Nun will ich mal die Reihenfolge ändern. Wir machen zuerst eine Drehung um die X-Achse und anschließend eine Drehung um die Z-Achse. Dann sehen wir, das Ergebnis unterscheidet sich von dem oberen Bild. Die Drehungen um unterschiedliche Achsen sind also nicht kommutativ.